Warte kurz, lass mich kurz was checken. Okay. Ohrensetzling. Hoppala, da versteckt sich ein Pferd im Baum. Sorry. Sorry, muss man einfach mal so kurz sagen. Weil, ist so, ne? Ja. Tolle Wurst. Oh Gott, das wird ja eine Mordstreppe. Ah. Ist das denn die Möglichkeit? Wo ist denn jetzt meine Schaufel, verdammt? So. Ach ja. Das ist ja erstmal nur. Jetzt fehlt mir ein. Egal. So, warte mal, dann wäre ich hier auf der Ebene, ne? So. Hätte ich hier meinen Eingang? Dann könnte ich den zumachen. Aber Goldi ist auf der Seite. Das Mist. Sitzen hier aus. Wächst alles vor sich hin. Oh. Weizen. Kann man hieraus schon Brot machen? Nee, nur Weizenkörner. Mm-hmm.
hier unten Feld anlegen. Aber ich glaube erstmal am Haus weiterbauen, ne? Allerdings brauche ich mehr Holz, richtig? Himmel-Eichenbretter, okay. Das ist nicht mehr viel. Ich muss das anders machen. Weil ich habe jetzt von außen gesehen, das sieht kacke aus, so wie ich das vorhabe. Ich hatte mir überlegt, dass ich da nur das Dach hier hinten mache und dann ein Flachdach, aber das sieht Mist aus. Das heißt, das Ding wird hier oben genauso riesig. So, bis hierhin. Bis hierhin und nicht weiter. Das Haus wird zu groß. Das Haus wird viel zu groß. Aber so wie ich gesehen habe, bin ich schon mal nicht auf einer Insel. Ich habe zwar da so Swamp-Gebiet, aber das ist, das geht. Da komme ich nicht. Da komme ich noch klar mit. Wieso hat er denn jetzt das Kackholz genommen? Wo ist mein ganzes... Ernsthaft? Meine Maus ist zu schnell eingestellt. Gott, das wird ja riesig. Hallo Sonnenuntergang. Ach, du bist so schön. Gott, wie soll ich denn diesen Raum vollbauen? So, ich könnte jetzt schon wieder sagen, das Haus wird viel zu groß, aber warum brauche ich denn trotzdem weiter? Komm, mach einfach mal. Abreißen kann man ja immer noch. Boah, wie viel? Ich brauche ja 12 Millionen, 1000 von diesen Carpenter-Dingern, um das Dach zu decken. Du Scheiße. Ernsthaft? Springt er wieder auf dieses andere Holz? Ist das dein Ernst, Jung? Gut.
Scheiße. Ja, jetzt hör auf, dich immer zu beschweren. Hurt. Hallo? It's me, Mario. Ich bin vom Dach gefallen. Schalalala. Eigentlich sollte ich schlafen gehen. Aber komm, wir nutzen mal die Nacht. Carpe Noctem. Ich muss gleich erstmal wieder Himmeleichenholz besorgen. Oh nein, nur noch 9 Stück? Kann er nicht. Alter. Wie blöd bist du eigentlich? Ich sag, ich habe heute voll den Krampf in den Fingern. Er muss mir erstmal ein bisschen einspielen. So gut, das wäre also dann die Dachfläche. Weil dann könnte das Dach bis hier vorne hingehen und hier vorne kann ich mir dann, ja, irgendwas anderes, ja. Ich freue mich. So. Jetzt habe ich noch 25. Okay. Das wird groß. Das wird groß. Es kommt etwas Großes auf sie zu. Hä? Woher kenne ich das? Warte. Das war's. Ich habe kein Himmeleichenholz mehr. Ach ja. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss jetzt los und mir Himmeleichenholz besorgen. Erstmal muss ich was trinken, warte. So. Guten Morgen, guten Morgen. So. Nein. Warte mal, ist hier Holz drin? Nö, ne? Doch, hier ist Holz drin. Was soll das? So, warte. Eichenholz, Jacarandaholz, Fichtenholzbretter. Buchenhirse, Eichensetzling, Weizen. So, warte. Eichensetzlinge, Putenhirse. Das hier ist Essen. Oh, cool. Kann ich schon wieder ein Brot machen. Schön. Brot kann... Ach, das ist Toast. Schön. Muss ich das Wasser mit mir rumschleppen? Nee, ne? Das Wasser kann ich auch erstmal hier in meine Baukiste packen. Kann man das nicht stapeln? Ist ja voll scheiße.
Leere Eimer kann man stapeln, ne? So, das muss ich auch nicht mitnehmen. Axt, habe ich noch die und eine in Reserve. Eine ist zu wenig. So. Da kommst du jetzt her? So. Gut. Vier Burger? Reicht das als Essen mitnehmen? Ich glaub's nicht, ne? Utensilie? Utel. Eichensetzling gehört hier auch nicht rein. Weizen gehört hier auch nicht rein. So, Weizen kommt hier rein. So, und was nehme ich denn mal so als Vitaminsnack mit? Erdbeeren, ne? So, Erdbeeren nehme ich mit als Snack. Habe ich erstmal genug zu essen. Allzu weit werde ich ja wohl kaum unterwegs sein. So, das kann hier noch rein. Warte, ich nehme noch ein paar Brombeeren mit. Heidelbeeren. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Okay. Oh. Gut, zu essen habe ich jetzt erstmal genug. Gut. So, auf geht's. Holz sammeln. Himmeleiche, die könnte ich komplett abbauen, ne? Nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Dann begeben wir uns mal auf Wanderschaft. Hoppala. Wieso habe ich denn... was habe ich mir denn hier ausgesucht? Dass ich da nicht reinfalle, weißt du? Was ist das? Gemüse. So, dass ich das im Blick habe. Oh. Okay, gut. Hallo Huhn! Was ist das eigentlich? Schwarzbambus. Sieht ja auch cool aus, ne? Kann ich bestimmt auch irgendwann für irgendwas benutzen. Hier ist alles schön. Eichenlaub. Wenn hier Eichenlaub ist, dann muss hier drunter doch ein Baum sein, oder? Ganz normales Eichenholz. Töten erstmal die Großen. Ich meine, wir Straußen fahren. Stimmt, der wächst nicht nach. Es ist eine Menge Holz. Was ist denn das da oben? Okay.
Ich habe zu wenig Erde bei. Das ist krass, eine Menge Holz. Scheiße. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Erstmal Erde. Ich brauche Erde. Was bist du? Fichtenspargel. Kann man das essen? Roter Farbstoff. Brauche ich nicht. Noch nicht. Gerade erstmal ein bisschen planieren. Ja, der Mensch hält Einzug in die Natur. Erstmal wird alles planiert. So, da hat sich die Schippe verabschiedet. Oh, was war das denn? Uiuiui. Ich brauche mal eine andere Axt, ne? Welche waren das? Da macht das geht mit einem Schlag. Zack. Ich hoffe, das war nicht der Baum, der vor Schmerzen schreit. Ja, und gleich darf ich da runter und mir das ganze Holz holen. Wieso kann ich nicht springen? I'm on top of the Baum. Haha, ich bin im Baum. Okay, Licht. Wieso brechen mir die Frames ein? Was soll das? Muss ja nur wirklich nicht nachladen. Ich glaube, ich übertreibe es gerade. Oh, Starving, Alter, warum sagt mir das denn keiner?
Wow. Jetzt bin ich aber fit. Krass. Warte mal, ich renne doch nicht, oder? Nee. Was ist das? Himmel-Eichensetzling. Oh, wie schön. Da kann ich den nachbauen im Baum. Wow, das ist ja cool. Das sieht geil aus. Hammer. Es ist dunkel. Also wenn du diesen Baum gelegt hast, dann hast du aber erstmal genug Holz. Da kannst du dein ganzes Haus mitbauen. Gut, dass ich Ersatzäxte dabei habe. Ja, das ist eine sehr ermüdende Arbeit hier. Ja. Anspannung kaum zu überbieten. Einfach mal den Baum abhacken. Ich bin mitten im Baum. Boah, das ist so finster hier. Wie weit geht dieser Baum? Wenn ich diesen ganzen Baum hier abschlage, ne, dann bin ich ja drei Folgen dran. Muss ich mal gucken. Boah, ich bin noch nicht sicher. Außerdem ist es finster. Man natürlich auch super geilen Baumhaus reinbauen in so einen Baum, ne? Alter, wenn du da runterfällst, ist vorbei. So, jetzt haben wir wenigstens erstmal Licht. Noch ein Setzling. Boah, zwei solche Bäume und du hast nie wieder Holz sorgen. Und setzling.